Jesus, das ist, was wir sagen. Du bist unsere Hoffnung. Du bist der Heiler. Das hat sich nicht verändert, Herr. Wir proklamieren deine Heilung über unserem Leben. Wir sagen, Herr, deine Kraft. Du bist der Ewige, der Unfassbare, der Allmächtige. Herr, du bist der, auf dem unsere Hoffnung lucht. Der keinen Anfang hat und kein Ende. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Und wir ehren dich, Herr. Und der Name Jesus ist so kostbar für uns, weil du lebst und du uns liebst und weil wir sehen, was du tust. Und Herr, wir wissen, der Durchbruch kommt. Er ist gewiss auf dem Weg. Und das ist, was wir nehmen, Herr. Wir nehmen das, was du uns zeigst, was du uns offenbarst und ziehen es auf die Erde und sagen, Jesus, in deinem Namen ist Heilung, in deinem Namen ist Versorgung, in deinem Namen ist Veränderung, in deinem Namen ist Hoffnung, in deinem Namen ist Versorgung, in deinem Namen ist die Transformation, Herr, die Veränderung, die bleibt und sich nicht ändern kann. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz, ihr Lieben. Vielen Dank, liebe Band. Ihr habt Hammer gearbeitet. Kann man... Die Predigtserie, die ich heute beginne, ist nicht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir darüber mal sprechen. Ich möchte in der Zwischenzeit dich bitten, dass du einfach weiterhin das Wort Gottes in deinem Leben reichlich konsumierst und, wie soll ich sagen, dass du gar nicht mehr aufhörst zu konsumieren, was Gott sagt, zu dir, über dir sagt, was er dir verspricht. Und dann irgendwann werde ich predigen über das Thema Heilung. Viele haben sich oder fragen sich, was wir über Heilung denken nach dem Gottesdienst letzte Woche und denken sich, okay, was bedeutet das? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes darüber proklamieren und nicht die Problematisierung, nicht die Kritik, nicht die, was auch immer uns einfällt, das geht so schnell, sondern dass wir sagen, nein, Gott, du hast dich nicht verändert. Und dein Durchbruch kommt und wir wissen, Erweckung bedeutet, dass sich vieles verändern wird und verändern muss. Und zuallererst will Gott unsere Herzen verändern und unser Denken verändern. Amen. Und das ist gut, dass wir das wissen, deswegen bitte ich um Geduld. Geduld wird etwas in uns tun, auch etwas in dir, deswegen studiere einfach das Wort Gottes, lies, proklamiere, beanspruche die Heilung von Jesus für dein Leben. Tu das weiterhin. Heute möchte ich predigen über Dedicate, oder beziehungsweise ich habe diese Predigt schon bei Dedicate gehalten. Ich habe es da auch gesagt, glaube ich. Das Thema heute heißt, warum muss Nachfolge so extrem sein? Das ist das Thema. Warum muss Nachfolge so extrem sein? Weil Dedicate heißt hingegeben. Oder, was könnte es noch heißen? Oder ausgeliefert. Oder speziell zur Verfügung gestellt. Oder so etwas. Und all das beginnt mit Nachfolge. Und ich möchte über Nachfolge sprechen und ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass er gesagt hat, wenn diese Generation wird nicht scheitern, wenn sie mir nachfolgt. Diese Generation wird nicht scheitern, wenn sie nicht aufgibt, wenn sie nicht zwischendrin umdreht. Das Leben kann viele merkwürdige Dinge beinhalten. Und das Leben ist das Leben. Und alleine 30, 40 Jahre Jesus nachzufolgen, ist eine Riesenparty wert. Aber 30, 40 Jahre Jesus nachzufolgen und ihn zu lieben mehr als jemals zuvor, das ist awesome. Und genau das hat Gott vor mit deinem Leben. Genau das will Gott tun mit deinem Leben. Er möchte nicht, dass du irgendwann abgeklärt und da sitzt und denkst, oh, naja, die Lieder sind ein bisschen drüber, aber es sind junge Leute. Lass ihnen das mal den Spaß. Sondern ich möchte, dass, ehrlich gesagt, mein Ziel ist, dass mich keiner überholt in meiner Hingabe und meinem Brennen für Jesus. Niemand. Du darfst schlauer sein als ich, du darfst gesalbter sein als ich, aber mein Brennen für Jesus, meine Liebe und Hingabe für ihn, niemand überholt mich, rechts oder links, bis ich 80 bin. Hoffe ich. Länger. Ich glaube, Hingabe an Jesus ist eines der wichtigsten Dinge. Aber warum muss Nachfolge so extrem sein?
Allein schon das Wort extrem, damit haben schon viele Schwierigkeiten. Ich lese euch mal einen Vers vor, einen, wie ich sagen würde, einen zentralen Vers, den Jesus nicht nur hier gesagt hat, sondern an anderer Stelle anders auch. Dann sagte er, also Jesus, zu der Menge: Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Klingt alles andere als entspannt. Muss man wirklich sagen. Ist nicht gerade, wo man sagt, so, ja, das ist der goldene Mittelweg. Jesus, du scheinst wirklich so ein ausgewogener Typ zu sein. Du stehst so in der Mitte des Lebens. Sondern was er hier sagt, ist: Verleugne dich selbst, nimm jeden Tag dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus nachzufolgen ist ohne Frage herausfordernd. Ein Fan von Jesus zu sein ist eine Sache, Jesus Christus nachzufolgen ist eine andere Sache. Hier geht es um einen Herrschaftswechsel. Hier geht es darum zu sagen, von der Selbstbestimmung, ich tue, was ich will, hin zu der Abhängigkeit von Jesus. Zu sagen, ich lebe, weil du lebst. Ich tue, was du sagst. Dein Leben, das, was dein Wort für mich ist, das bestimmt mein Leben. Dein Tempo ist, ist mein Tempo. Deine Agenda ist meine Agenda. Dein Wort ist nicht nur ein Vorschlag, wie das für mich manchmal so die ein oder anderen Geschwindigkeitsbeschränkungsschilder sind, sondern dein Wort ist für mich Gesetz. Es bedeutet mir alles. Es bedeutet, dass ich mein Leben darauf baue, dass ich diesem Wort nachfolge. Das ist extrem, oder? Ist mal ohne Frage, das ist extrem und wir wollen dieses Wort nicht so gerne hören. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, naja, die Hauptsache, das Ziel stimmt, oder? Es gibt auch bestimmt leichtere Wege und ich habe euch da mal was mitgebracht, weil Google hat da schon mich sehr, wie soll ich sagen, inspiriert. Ich habe gedacht, ich will nach Kempten im Allgäu, da ist es schön. Dann gibst du das ein bei Google. Und du kriegst mindestens 3 oder 4 Möglichkeiten angezeigt, um dahin zu kommen. Unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn dir besonders wichtig ist, dass du einen kurzen Weg gehst, dann findet er noch einen Weg mittendurch, irgendwie ohne die Autobahn. Dass er sagt, ich nehme nur Landstraßen. Oder wenn dir wichtig ist, dass du besonders ökologisch fährst, also dass du möglichst wenig CO2 produzierst oder so etwas, dann findet er auch einen Weg, ohne dass es möglichst viele Berge gibt, sondern dass du ganz wenig Berge irgendwie nach Kempten kommst. Es gibt unterschiedliche Wege, die nach Kempten führen. Das gibt es. Und kann man nicht irgendwie sagen, die Hauptsache, das Ziel stimmt, gibt es nicht einen entspannteren Weg? Kann ich nicht sagen, irgendwie, wenn ich mit Jesus gehe, dann muss es doch nicht so extrem sein. Es muss nicht der schwierigste Weg sein. Es muss doch nicht der anstrengendste Weg sein. Es muss doch nicht der steinigste Weg sein. Gibt es nicht einen einfachen Weg? Wisst ihr, das Schlimmste, was Menschen passieren kann, ist, dass sie das ewige Leben verpassen. Das ist das Schlimmste, was Menschen passieren kann. Und wir stimmen zu. Meine Güte, was gibt es Schlimmeres, als nicht zu wissen, dass Gott für uns ein ewiges Leben bereithält, mit ihm zusammen. Aber ich will dir sagen, was das Zweitschlimmste ist. Das Zweitschlimmste ist, sein irdisches Leben, was wir haben, zu verschwenden. Und zu versuchen, das Einfachste daraus zu machen. Ich glaube, das ist eine große Gefahr für jeden von uns. Vielleicht sogar die größte Gefahr, dass wir sagen, die Versuchung, den einfachsten Weg zu nehmen. Jesus war mal in der Wüste und da haben wir Folgendes gelesen. Als Nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Das war das Angebot des Teufels. Es war, hey, wenn du mich anbetest, wenn du niederfällst vor mir, dann habe ich einen Shortcut für dich, dann habe ich einen einfacheren Weg. Du musst den Weg nicht gehen, den du vorhast zu gehen. Du musst diesen mühsamen Weg des Kreuzes nicht gehen. Du musst den mühsamen Weg der Ablehnung nicht gehen. Wenn du mich anbetest, dann werde ich dir alles geben. Ich werde dir die Macht geben über alle Völker der Erde. Der Teufel hat keinen Spaß gemacht. Er hatte diese Macht, er hatte diese Möglichkeit und hat gesagt, wenn du das tust, hier ist doch der Shortcut, warum nicht? Wir müssen einmal eine Sache verstehen. Nicht immer ist der einfachste Weg einfach nur ein einfacherer Weg. Manchmal ist der einfachere Weg ein Vorschlag, ein Angebot des Teufels, damit er Macht über dein Leben bekommt. Weißt du, das Problem von Eva war nicht nur, dass sie Gott nicht gehorsam war, sondern dass sie dem Teufel geglaubt hat und dass sie das Angebot angenommen hat von ihm.
Wie oft nehmen wir das Angebot an, nehmen den leichteren Weg, weil wir denken, naja, was soll schon passieren? Das Ziel stimmt. Ich glaube, dass da eine große Gefahr drin steckt, dass wir den leichteren Weg nehmen. Dass wir Gott nicht fragen, was ist der Weg, den du für mich hast? Was ist der Weg, den ich gehen soll, dem ich hinterhergehen soll? Warum so extrem, kann man fragen. Warum ist denn Gott überhaupt extrem? Das ist doch die große Frage. Wie kann es denn überhaupt sein, dass Gott so ein extremer Gott ist? Meine Güte, ich habe da mal eine Abbildung mitgebracht. Und das ist sozusagen, wie das funktioniert, in was wir gerade leben. Und ich habe das mal zusammen in einen Terminus technicus, den auch die Bibel benutzt, der heißt Welt. Welt ist einfach, da drin leben wir. Das ist das System, in dem wir gerade drinne sind. Und für die Welt, also für die Mehrheit der Welt, ganz demokratisch, für die Mehrheit der Welt, ist Gott peripher. Es ist eine, Gott ist ein Gott, kann aber auch mehrere Götter sein. Immerhin haben die Hindus haben Millionen von Göttern. Man kann sagen, man könnte argumentieren, man ist ja total in der Minderheit. Das ist ja nur einer von Millionen von Göttern. Wieso spielt das eine Rolle? Gott ist irgendwo, ja, Religion ist gut für den Menschen, aber es spielt nicht wirklich im Zentrum unserer Welt eine Rolle. Es ist nicht wirklich etwas, was Bedeutung. Außerdem sollten wir darauf achten, dass ja so viele andere Menschen andere Götter haben. Und das bedeutet ja, tolerant zu sein mit den anderen. Das könnten wir ja nicht, wenn Gott wichtiger wäre. Und so ist Gott eher peripher, eher etwas außerhalb. Aber ich möchte eine zweite Abbildung zeigen, wie es möglicherweise wirklich ist. Und ich schlage Folgendes vor. Möglicherweise ist das nur unsere Sicht der Dinge, dass wir sagen, das ist meine Welt und irgendwo da ist Gott. Jetzt geh mal aus Gottes Perspektive ran, der die ganze Welt geschaffen hat, der ewige Schöpfer aller Dinge ist, der Herr der Welt ist. Was meinst du, wie er das Universum wahrnimmt? Sagt er, ja, stimmt, ich bin eigentlich ziemlich peripher. Oder glaubst du, dass Gott sagt, nein, ich bin der Anfang aller Dinge. Das, was da, wo ich bin, das ist normal. Das meine Position, ich habe die Menschen gemacht. Ich habe die Welt gemacht. Ich habe das Universum gemacht. Ich bin der ewige Gott. Ich stehe im Zentrum. Irgendwie ist klar, oder? Das, wenn man es so rumsieht, kann man sagen, na ja, das ist die Perspektive gewechselt. Das stimmt schon. Das Problem für uns kommt, es wird deswegen so extrem, weil der Abstand zwischen uns und da, wo Gott ist, ist extrem herausfordernd. Das ist extrem schwierig und schmerzhaft. Menschen, die Jesus nachfolgen, wirken extrem, weil sie so weit von dem entfernt sind, wo die Welt sagt, was normal ist. Und das ist ein Problem, natürlich. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil niemand von uns will extrem sein. Wir wissen, rechtsextrem, linksextrem, nichts gut. Verstehst du? Keiner will dahin. Auf gar keinen Fall. Ja? Sondern wir wollen alle sagen, nee. Wenn schon, Mitte. Immer. Da, wo ich bin, ist die Mitte. Ich sag dir, der Einzige, der sagen kann, wo die Mitte ist, ist Gott. Er kann dir sagen, wo die Mitte ist. Wenn du wirklich zur Mitte willst, dann musst du wissen, wo Gott ist, wo Jesus ist. Da ist die Mitte. Und zwar ganz zentral. Weißt du, aus Gottes Sichtweise, wenn du bei ihm bist, wenn du Jesus nachfolgst, bist du eigentlich nicht extrem, sondern du bist normal. Er sagt, ja, das ist klar. Du bist da, wo du sein solltest. Du bist genau da, wo du sein solltest. Du bist dafür gemacht, bei mir zu sein. Weißt du, bei Gott zu sein, ist nicht schwierig. Das ist nämlich genau das, wofür du gemacht bist. Du bist dafür gemacht, du wurdest dafür geschaffen. Alles in dir, deine ganze Seele, dein ganzes Wesen, alles, was in dir ist, will sein, wo Gott ist, in seiner Nähe. Und sehnt sich danach, zurückzukommen zu ihm. Das ist, was den Schmerz ausmacht. Bei Gott zu sein, ist außerdem nicht anstrengend. Die Herausforderung ist mehr in diesem, dass wir doch hier sind und bei Jesus sein sollen. Und wisst ihr, das Problem ist, Gott bittet uns nämlich um eine Sache. Er sagt nämlich, sei in der Welt.
bleibe in der Welt. Jesus hat das mal folgendermaßen gesagt in Johannes 17. Es ist ziemlich anstrengend, was er da sagt. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Das ist, was Jesus sagt über seine Jünger, über seine Nachfolger. Dann sagt er nämlich doch Folgendes: Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt, wie ich zu dieser Welt gehöre. Und dann sagt er aber: Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Also er bittet uns, obwohl wir eigentlich da gar nicht hingehören, sagt er, aber ich möchte, dass ihr in der Welt seid. Obwohl ihr da das Normal bei Gott ist. Und wisst ihr, wieso Gott das tut? Er tut das, damit wir der Welt zeigen, was es bedeutet, normal zu sein. Was es bedeutet, bei Gott zu sein. Was es bedeutet, mit Gott zusammenzuleben. Was es bedeutet, wenn er der König und Herrscher meines Lebens ist. Das ist, was Gott will. Gott will, dass du extrem wirkst in den Augen, vielleicht bei den Leuten, aber eigentlich in seinen Augen bist du völlig normal. Und vielleicht brauchst du diese Brille, damit du ein bisschen entspannter die Sache angehen kannst. Weißt du, wir haben heftige Aufträge von Gott bekommen wir. Und meine Beobachtung ist, je mehr Gott dir anvertraut, in der Welt zu tun, je mehr Verantwortung er dir gibt in irgendwelchen Jobs oder dich sogar beauftragt, eine Firma zu leiten und zu gründen und etwas zu machen, etwas zu bewegen, vielleicht Geld oder Menschen, was das Allerwichtigste und Größte ist, was es überhaupt für Gott gibt. Geld ist eine Kleinigkeit für Gott, Menschen sind noch viel wichtiger für ihn. Aber alles ist Bewegung und es ist Kraft und es ist Macht. Und ich will dir sagen, es ist, wenn Gott dir diese Verantwortung gibt, dann ist das powerful, weil du bewegst etwas in dieser Welt und natürlich, es tut weh. Weil die Welt ist weit weg von Gott. Und die Tendenz ist, dass sie eher sagt, oh, mit Gott wollen wir nichts zu tun haben. Für uns ist er peripher. Und Gottes Auftrag an dich ist zu sagen, ich möchte, dass du der Welt zeigst, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu sein. Deswegen ist es so extrem. Aber eigentlich ist es normal. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin normal. Wenn du es auf dem Herzen hast, ich bin normal. Ich folge Jesus nach. Ich will Folgendes sagen, weißt du, der Teufel versucht, Christen zu überzeugen, immer und immer wieder, dass Gottes Standard sich verändert hat. Kannst du dir das vorstellen, dass sich Gottes Standard so verändert hat, dass er sagt, naja, also jetzt leben wir ja im 21. Jahrhundert, das Internet ist erfunden, das konnte ich ja nicht ahnen. Ja, was ist denn da passiert? Und dann kommen all diese neuen Erkenntnisse rein in der letzten Zeit, von der wir reden und die sich von sich reden gemacht haben, dass dies und jenes alles und dass man alles divers und hin und her und so. Und Gott sagt, na ganz beeindruckend, ja in dem Fall, ja stimmt, das habe ich ja damals gar nicht gewusst, als ich das Buch geschrieben habe, wo mein Wille drin steht und mein Wort ist. Und wir denken, ja, vielleicht Teufel, da hast du einen Punkt, aber wir sollten uns darauf nicht einlassen. Sondern sagen, nein, nein, Gott ist immer noch derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer noch gut, er ist immer noch gerecht und er ist immer noch voller Liebe. Es hat sich nicht verändert. Und deswegen meine Frage an euch, ihr Lieben, heute Morgen oder meine Hilfe an euch, was braucht es eigentlich, normal zu sein? Ich will dir helfen, dass du besonders normal bei Gott wirkst, okay? Ich übernehme keinerlei Haftung für Nebenwirkungen, wie du auf die Welt wirkst. Aber mein Ziel ist es nicht, dass du möglichst normal auf die Welt wirkst, sondern normal bei Gott wirkst, okay? Dass Gott sagt, oh, das ist ein Wohlgeruch, die Anne, die ist genau richtig. Es könnte sein, dass es dann möglich, dass das andere Leute anders sehen, aber ich will dir etwas sagen, das ist so powerful. Weil ich glaube, das ist, was wir gesungen haben. Menschen haben wirklich Hunger nach Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Und wenn wir Jesus in unserem Leben und zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, zeigen wir, was es bedeutet, wahrhaftig zu leben, auf der Wahrheit zu gehen. Und ich glaub mir eine Sache, dem kann nichts widerstehen an Lügen und an Anlehnungen an Lügen, Halbwahrheiten und alles, was es da draußen gibt. Es muss sich unterordnen und sagen, oh, das ist so powerful. Das ist so wahr. Menschen haben Hunger danach. Sie werden erkennen, was Wahrheit ist durch dein Leben, durch dein normales Leben mit Jesus. 1. Chronik 22. Ah nee, so kann ich das gar nicht machen. Also ich lese das einfach hier. Das bringt natürlich nichts. Also, vor einiger Zeit habe ich 1. Chronik gelesen und das, wie soll ich sagen,
Die Versuchung, um es mal so zu sagen, die Versuchung bei 1. Chronik ist zu überspringen. Oder es ganz schnell zu lesen, so dass man sagen kann, man hat es gelesen, aber es eigentlich gar nicht. Kennt jemand den Modus so querlesen? So nach dem Motto, naja, hinterher kann man sagen, ich habe es auch gelesen, klar. Und so, und 1. Chronik ist so ein Buch, besonders ab 22, da gibt es die Überschrift. Und die Überschrift in diesem Fall, die steht ja gar nicht in der Bibel drin. Aber die Überschrift, die hat mich gecatcht, weil da stand Vorbereitung, um das Haus Gottes zu bauen. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was die Vorbereitungen sind, um das Haus Gottes zu bauen, weil das könnte mir helfen. Weil das ist, was Gott zu mir gesagt hat, baue mein Haus. Wenn Gott zu mir sagt, baue mein Haus, dann bin ich äußerst gespannt, wenn er zu mir sagt, was sind die Vorbereitungen, um das Haus Gottes zu bauen. Kannst du verstehen, oder? Also fange ich an zu lesen und es sind Listen. Oh, wie interessant, denkst du, Listen. Der eine oder andere Excel-Fan sagt, yes, alle anderen, was soll das? Listen von Leviten, Listen von Priestern, Listen von Sängern und Musikern. All diesen Menschen, die eines Tages im Haus Gottes arbeiten werden, von Torhütern, Schatzmeister und Verwalter, Befehlshaber von Abteilungen des Heeres. Und das sind riesige Heere, die in Monaten aufgeteilt sind. 24.000 Mann pro Monat, die aufpassen auf Jerusalem und auf das Haus Gottes. Stammesführer kommen dann, Verwalter der königlichen Güter, Ratgeber des Königs. All das Kapitel für Kapitel, bis Kapitel 27. Da heißt es dann, sie waren Verwalter der Güter, die König David besaß. Jonathan, der Davids Onkel, war ein weiser und gelehrter Mann, war Ratgeber des Königs. Jehiel, der Sohn Hachmonis, beaufsichtigte die Söhne des Königs. Ahitophel war ein königlicher Ratgeber, der Arkita, Hushai oder Hushai, keine Ahnung, war ein Freund des Königs. Das ist interessant. Und wenn man sich so durchgelesen hat, dann ist eine Sache aufgefallen, so ein kleines Späßchen. Man hat gesagt, so, die Listen nähern sich dem König. Die Listen nähern sich dem König. Es fängt alles irgendwie irgendwo weit außen an und es nähert sich alles dem König. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Weil der König ist nicht das Wichtigste ist Gott und sein Tempel. Und das liegt daran, dass wir das Alte Testament nicht nur lesen dürfen, aus der Perspektive, dass das etwas ist, was geschehen ist, was uns heute hilft, weil wir diese Geschichte lesen, was Gott getan hat, sondern weil wir im Alten Testament, und das ist ganz wichtig, eine Typologie finden für das, also ein Beispiel finden, eine Art Framework finden für das, was Gott in der Realität unseres Lebens tun will. Und der König David ist eine Typologie für König Jesus. Und da ich theologisch so gebildet bin, habe ich dann diesen Satz gelesen, der Artika Hushai war ein Freund des Königs. Und ich sagte mir, den Job hätte ich auch gerne. Das ist ein cooler Job. Alle anderen Jobs sind auch cool, aber der Job, weil der steht als allerletztes. Der ist am nächsten dran bei dem König. Und dann heißt es, und das hat mich ein bisschen misstrauisch gemacht, Vers 34, Ahitophel, Nachfolger von Jojada, der Sohn Benajas und Abjata, Joab war Heerführer des Königs. Also, Ahitophels Nachfolger war Jojada. Und ich fragte mich, wieso Nachfolger? Und dann habe ich angefangen zu forschen über Hushai und Ahitophel und habe herausgefunden, Hushai, der Freund des Königs, der Freund des Königs war derjenige, der David nicht verriet, als Absalom versuchte, den König zu stürzen. Ahitophel jedoch schon. Und ihr müsst wissen, Ahitophel war nicht irgendein, der Name klingt so ein bisschen tofflisch. Und man sagt so, kein Wunder bei dem Namen. Aber ich will euch etwas sagen. Es heißt über Ahitophel, dass sein Wort galt, als ob Gott selbst sprechen würde. Es war mit einer Garantie behaftet von 100%iger, also er war so weise, dass man gesagt hat, 100% von dem, was er sagt, trifft ein. Wenn er gesprochen hat, hat keiner mehr widersprochen. Keiner mehr. Es ist, wenn er einen Rat gegeben hat dem König, hat der König gesagt, alles klar, let's do it. So heftig war seine Autorität. Und es ist interessant, weil er hat David verraten, aber der Freund Hushai nicht. Er blieb der Freund, das sagte, ich will dieser Freund sein von dem König. Und ich erinnerte mich an das, was Jesus gesagt hatte in Johannes 15. Ihr seid meine Freunde, sagt er zu ihnen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ein Freund tut, was ihm sein König sagt. Das habe ich verstanden. Ein Freund, das ist auch, hat sich bei Jesus auch nicht geändert. Ich kann ein Freund von diesem Jesus sein, aber die Bedingung ist, tue, was ich dir sage. Das hat sich nicht verändert. Dieser Standard, irgendwie ungewöhnlich für unsere Freundschaftsdefinition, aber naja, wenn Gott eine Definition macht, dann wollen wir lieber dieser folgen, als auf unsere eigene zu beharren, oder? Und das Zweite, was ich hier gefunden habe, ist, ein Freund kennt das Herz des Königs. Und ich sagte mir, was auch immer passiert, ich will jemand sein. Wenn es normal ist, bei Gott zu sein, dann ist es normal, ein Freund des Königs zu sein. Es ist normal, das Herz des Königs zu kennen. Das ist, was Gott will. Das ist neutestamentlicher Standard. Das ist Standard für seine Gemeinde, die er bauen will. Das ist, was ich sehe, wenn ich euch sehe. Freunde Gottes. Menschen, die wissen, was Jesus auf dem Herzen liegt und die ihm nicht nachfolgen, weil, keine Ahnung, weil irgendjemand gesagt hat, du kommst sonst in die Hölle, sondern weil sie Jesus anschauen und sagen, er ist das Größte meines Lebens. Ich will ihm nachfolgen von ganzem Herzen, denn er ist es wert. Letzte Woche habe ich ein wenig über die Hölle gepredigt. Mache ich heute nicht. Wollte ich nur mal erwähnen. Ich lese etwas anderes vor, um die Sache noch mal ein kleines bisschen in die andere Richtung zu treiben. Weil es mir so auf dem Herzen liegt. Weil das, was Gott heute bauen will, ist etwas anderes. Er will nicht, dass du ihm nachfolgst, weil du Angst hast. Er will, dass du ihm nachfolgst, weil du willst. Er will dein Herz mehr als alles andere. Er will, dass du ihn kennen willst und erkennst, dass er dein Gott sein soll, weil du danach geschaffen worden bist. Diese Geschichte liebe ich. 2. Samuel 23, 14 bis 16. Ich lese die jetzt zum geführten 30. Mal vor. I don't care. Es ist fantastisch. Hör sie noch einmal. David hielt sich damals in der Bergfestung auf und ein Posten der Philister hatte die Stadt Bethlehem besetzt. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern, wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Da drangen die drei Krieger in das Lager der Philister ein, schöpften etwas Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und brachten es David. Doch er weigerte sich davon zu trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Ich habe es bereits gesagt, ich liebe diese Story. Und wir müssen auch, darf nicht vergessen, David ist eine Typologie für Jesus. Er ist sozusagen der Name, der später, wenn du sagst, Jesus sitzt auf dem Thron Davids, das ist, so viel Bedeutung hat David, sodass man sagen kann, vieles von dem, was David getan hat, kann man sozusagen an Jesus erkennen und wieder umgekehrt und kann sagen, oh, so wie König David war, so ist auch Jesus. So eng ist das miteinander verbunden. Und hier haben wir so eine Geschichte und die steht so, wie soll ich sagen, wieder mal in Listen versteckt. In 2. Samuel 23, da geht es um die Helden, die ihr ganzes Leben lang gekämpft haben für ihren König, die gesagt haben, ich will besonders sein für meinen König. Und die haben gesagt, was auch immer notwendig ist, aber ich liebe David so sehr, ich werde die doppelten Menschen killen, wenn es sein muss. Ich werde stehen, wenn alle anderen fallen. Ich werde nicht aufgeben, wenn alle anderen den Mut verlieren. Werde ich sagen, ich bleibe und stehe für den König ein. Und hier ist diese Geschichte, die einfach mittendrin erzählt wird. Und zwar so, also du siehst so, der König, er sagt, sie liegen sozusagen vor Bethlehem. Bethlehem ist besetzt von den Philistern. Und David weiß auch nicht, was ihn gepackt hat. Er sagt so, oh, jetzt ein Drink. So, ein Drink aus der Quelle von Bethlehem, aus dem Brunnen von Bethlehem, das wäre der Hammer. Verstehst du? Und ich kann mir schon so gut vorstellen, die theologischen Diskussionen, die wir führen würden. Wir würden sagen, jetzt hör mal, was ist denn eigentlich besser an dem Wasser in Bethlehem? Du kannst ja auch das Wasser nehmen, was wir schon haben. Das ist auch schon da, das ist auch gut. Wieso ist das eigentlich so gut? Was für einen Geschmack hat das überhaupt? Ich kann dir das auch so herstellen. Muss das überhaupt sein? Was bedeutet das überhaupt, dass dir das Wasser gut schmeckt? Und was heißt das? Ist das ein Befehl? Willst du das? Ist das ein Gebot? Oder ist es ein, wir können uns das vielleicht selber aussuchen, Ding? Möglicherweise kann man machen, muss man nicht. Eine Gnadenveranstaltung, so nach dem Motto, wenn ich es nicht muss, dann kann ich es auch lassen. Was hier David tut, ist einfach nur zu sagen, ich habe Durst nach diesem Wasser.
Und es heißt von diesen drei Helden, sie sagen, oh, wenn das so ist, wenn es das ist, was dein Herz bewegt, dann gehen wir. Und wir holen dir dieses Wasser. Und das ist das Herz, was Jesus sucht in uns. Es ist nicht das Herz, was sucht nach dem, was wir müssen, sondern das Herz, was sucht, was will, was seinem König gefallen will, weil er ihn liebt. Und das ist, was ich so sehr liebe an dieser Geschichte. Sie tun es, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Und es ist genau das Herz, was Gott sucht. Sie lieben ihren König und deshalb ist es, weil es sein Wunsch ist, ist es ihre Hingabe. Das, ihr Lieben, ist Hingabe. Nicht, weil du musst, nicht, weil du gefangen bist, nicht, weil du in Schwierigkeiten, sondern weil du sagst, ich liebe meinen König so viel mehr. Deswegen will ich es tun, von ganzem Herzen. Das ist das Herz, was Jesus sucht, was er braucht. Oh man. Und wisst ihr, das ist das, ich glaube, was uns zum Zentrum bringt, was uns am Zentrum hält. Das ist die Kraft, die wir brauchen, die uns bei Gott, bei Jesus an seinem Herzen hält. Mehr als jedes Gebot, was wir uns vorstellen können. Es gibt so viele Christen, die sagen, wenn du das tust, ganze Listen von Möglichkeiten, dann bist du ganz nah am Herzen Gottes. Ich glaube, du bist dann ganz nah am Herzen Gottes dran, wenn du tust, was er sagt. Wenn du ihn liebst, mehr als du musst, dann weißt du, dass du ihn wahrhaftig liebst. Das ist, was Gott in deinem Herzen tun will. Das ist, was Gott in deinem Herzen entwickeln will. Vielleicht ist es noch nicht so. Ich glaube, dass einige Leute heute Morgen sind, die sagen, ich würde gerne das wollen. Verstehst du? Du würdest gerne, dass es Realität in deinem Herzen ist. Das ist noch nicht Realität, weil du weißt, wie du bist. Und soll ich dir was sagen? Das ist der erste Schritt. Wenn du weißt, dass dein Herz so ist, wie es ist, dass es das eigentlich nicht will, obwohl du willst, dass es das will, dann hast du einen guten Anfang getan. Dann verstehst du, dass dein Herz verändert werden muss. Dann verstehst du, dass Gott etwas in deinem Herzen tun muss, damit dein Herz sich so verändert, dass du eines Tages sagst, weil Gott es tut, weil ich ihn so sehr liebe, deswegen gehe ich. Dieses Trankopfer, was David dann ausgegossen hat, by the way, ist eigentlich, nimmt man dafür nur Wein und kein Wasser. Trankopfer sind Wein. Das heißt, für ihn war das Wasser in Bethlehem wie Wein. Müssen wir mal nachforschen, wenn wir nach Bethlehem gehen, irgendwann als Church herausfinden, ob das wirklich so ist. Aber was ich interessant finde, Trankopfer ist ein Opfer, was ein anderes Opfer ergänzt. Es ist für sich kein eigentliches Opfer, sondern es ist ein Opfer, was ein anderes Opfer ergänzt. Und das, was David hier sagt, ist, das, was ihr hier getan habt, ist etwas, was vor Gott wie ein Opfer ist. Es ist ein Wohlgeruch von mir. Und Gott nimmt das und sagt, das ist, was ich liebe. Das ist, was Gott liebt von ganzem Herzen. Das ist, was David tut, indem er es als Trankopfer, weil er sagt, das, was ihr tut, ist das eigentliche Opfer. Als Trankopfer sagt, das ist es, was Gott liebt. Ich möchte euch heute zwei Haltungen, Kräfte vorstellen, die wir brauchen, die uns bei Gott halten und die uns in dieser Nähe bei Gott halten und die dich normal machen sozusagen für Gott. Das eine ist, dass wir, und das ist, was wir hier lesen, das ist die Hingabe an Gott. Und das andere ist, dass wir verstehen, dass wir nicht für uns selbst leben. Das eine ist, dass wir verstehen, dieser Gott ist so gut, er ist so kraftvoll, er ist so attraktiv, dass wir sagen, wir wollen für ihn leben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir verstehen, und das ist, was Jesus sagt, wenn er sagt, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich jeden Tag und folge mir nach. Er sagt, wir müssen etwas von dem, wer wir sind, unserem alten Leben müssen wir opfern, damit wir ein neues Leben bekommen. Es wird nicht funktionieren mit unserem alten Leben. Wir müssen verstehen, es geht nicht um uns. Wir müssen etwas von unserem Alten zurücklassen. Und es gibt deswegen zwei Kräfte, die uns festhalten. Und darüber müssen wir sprechen. Das eine ist nämlich Götzendienst. Unsere Herzen sind, wir brauchen einen Gott. Wir brauchen etwas, was wir anbeten. Und wenn wir das nicht bekommen, werden wir Ersatzgötter suchen,
und unsere Herzen damit füllen. Und wenn wir das tun und das nicht bei dem einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, bei dem einen Gott, der dich kennt, tun, dann wird jeder andere Gott, egal wie viele es gibt, und die sind nicht gleichberechtigt aus Gottes Sicht, keiner von diesen Göttern ist aus Gottes Sicht würdig deiner Anbetung. Sondern er sagt, das Einzige, was deiner Anbetung würdig ist, ist er selbst, der König und Gott des Universums. Und alles andere beansprucht Gott zu sein, aber zerstört unsere Herzen. Aber vor allen Dingen, wenn man sagen kann, was Gott, wenn es irgendeinen Anfang gibt, normal zu sein in deinem Verhalten, in dem, dass wir uns auf Gott zurückziehen, dann, dass wir sagen, es ist Gott und sonst nichts. Gott ist das Wichtigste unseres Lebens. Das ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben implementieren. Gott ist, Jesus Christus ist sein Name und er ist unser Gott. Und das Zweite ist, was uns festhält, was uns abhalten will, bei Gott zu sein, ist mein Ego. Mal ganz ehrlich, es ist diese unfassbare Kraft, ich meiner mir, die ständig in uns arbeitet und die ständig in uns versucht, das Meiste rauszuholen für uns selbst. Wir werden keinen Frieden bei Gott finden, solange dieses Ego in uns arbeitet, solange dieses Ego in uns funktioniert und kraftvoll ist. Und glaubt mir, das hat Power, uns von Gott wegzuhalten. Deswegen zwei ganz praktische in 5 Minuten. Easy, du kannst schon mal nach vorne kommen. Ich weiß, ich habe gesagt, eigentlich, wenn ich was anderes sage, aber das klappt heute nicht. Ich habe es vercheckt mal wieder. Macht aber nichts. Der erste Punkt ist, fürchte dich, keine Furcht zu haben. Und ich habe diese Punkte extra so formuliert, dass sie möglichst wenig in die Welt passen. Weil selbst in christlichen Umfeldern oder selbst in christlichen, sagen wir mal, da, wo wir uns aufhalten, gibt es ja auch T-Shirt-Drucks mit Fearless for Jesus, also furchtlos für Jesus oder wir haben keine Angst oder was auch immer. Ich möchte dir etwas ganz Einfaches heute sagen und das ist nicht gefährlich. Wir alle haben irgendwann Angst. Wir alle haben irgendwann Angst. Jeder. Es ist einfach Blödsinn zu behaupten, wir haben keine Angst. Selbst wenn der allmächtige Gott, und ich will dir etwas sagen, der allmächtige Gott ist in deinem Leben, er lebt in dir. Selbst dann haben wir Angst. Selbst dann wachen wir manchmal nachts auf und wissen nicht wohin. Selbst dann kann es vorkommen, dass wir unruhig sind in unseren Herzen und nicht wissen, wie wir weiterkommen sollen. Die Frage lautet doch, wenn die Angst kommt und unsere Herzen, wenn sie unsere Herzen erfasst, wenn sie versucht, uns wegzuziehen, uns in die Welt der Dunkelheit hineinzuziehen, wie reagieren wir dann? Was machen wir mit dieser Angst? Das ist die Frage. Ich möchte dir sagen, es ist okay, Angst zu haben, aber wir müssen wissen, vor was wir Angst haben müssen. Und ich möchte dir etwas vorschlagen. Ich glaube, es gibt eine Angst. Und wenn du die Angst hast, das ist nicht verkehrt. Meine Frage ist, hast du Angst vor Gott? Hast du Angst vor Gott? Ich sage jetzt nicht Furcht, ich sage auch nicht Ehrfurcht. Man kann das alles biegen. Ich weiß, da gibt es auch ganze Bücher drüber, die dann sagen, ja, weißt du, also eigentlich steht hier blablabla. Ich will dir etwas sagen, ist alles Blödsinn. Was überall steht, ist, hast du Angst vor Gott. Panische Angst vor Gott. Das ist nicht verkehrt. Weil er ist der Einzige, der deine Seele verbrennen kann. Er hat die Macht über alle Dinge. Das Gute ist, er ist gerecht. Das Gute ist, er liebt dich. Aber er hat alle Macht und du hast allen Grund. Wenn du Angst hast, hab Angst vor ihm. Oh ja, richtig Angst. Am liebsten würde ich dir in die Hölle aufmalen, damit du weißt, wie viel Angst du haben musst. Weil vor ihm Angst zu haben ist berechtigt, wirklich berechtigt. Er ist Gott. Er kennt 8 Milliarden Menschen, nicht nur dich. Du bist beeindruckt, dass er deinen Namen kennt? Solltest du. Er kennt jede Person und er hat jedes Haar gezählt, deine eingeschlossen. Und vielleicht hat er sogar Namen gegeben, durchgezählt, nummeriert, alles. Bei Gott. Das Problem ist nur, es gibt eine Furcht, die uns wegbringt von Gott. Und es gibt eine Furcht und eine Angst, die uns hinbringt zu Gott. Ich bevorzuge die Angst, die uns hinbringt zu Gott.
die uns in seine Nähe bringt. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Angst anschauen in unserem Leben und sagen, was für eine Angst ist das? Ist diese Angst mit Lüge durchtränkt über Gott oder ist sie mit Wahrheit besetzt, die uns Gott näher bringt? Jede Wahrheit über Gott wird uns unsere Angst näher zu Gott bringen und nicht weiter von ihm weg. Ich möchte dir sagen, Angst ist etwas, was wir in der Bibel lesen. Ja, Engel kommen immer wieder und sagen, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das ist immer wieder, was Gott sagt. Immer wieder, weil wir haben Angst. Und er sagt, fürchte dich nicht, weil der Engel Gottes ist zum Fürchten. Seine Gegenwart ist zum Fürchten. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, aber Gott hat gesagt, Johannes der Täufer hat gesagt, ich werde kommen und Jesus wird kommen und er wird mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ich weiß nicht, ob du schon mal ansatzweise erlebt hast, wie das Feuer Gottes in dein Leben gekommen ist und du gesagt hast, es reicht. Und es nicht aufgehört hat zu brennen, weil er ist ein verzehrendes Feuer. Seine Gegenwart ist nichts, womit wir spielen können, womit wir sagen können, wir haben das unter Kontrolle. Gott hast du nicht unter Kontrolle, kein bisschen. Er kann dein Leben kontrollieren, wenn er will, und er gibt uns Freiheit. Was für ein Wunder ist das? Ich möchte dir sagen, Gott ist Yahweh, der ich bin. Er ist der Einzige, der sagen kann, ich bin, wer ich bin. Weißt du was? Er gibt hier eine Beliebigkeit. Er sagt, ich bin, ich werde sein, wer ich sein werde. Wenn ich jemandem sage, wer ich bin, sage ich, ich bin, wer Gott sagt, dass ich bin. Das ist, wer ich bin. Alles, wer ich bin, ist an ihm gebunden und nicht an mir. Er sagt, ich bin, wer ich bin. Er ist der absolut souveräne Gott. Nichts entgeht ihm. Wir sollten ihn fürchten. Jesus wird richten und Gott hasst Götzen. Und es ist gut, ihn zu fürchten, denn wenn wir ihn fürchten, dann werden wir vorsichtig sein, wenn die Situation kommt, in der wir denken, dass niemand zuschaut. Wenn wir denken, es zählt nicht, weil wir wissen, dieser Gott ist ein allmächtiger und allgegenwärtiger Gott und alles, was ich tue, Gott weiß es. Gott kennt mich. Und soll ich dir was sagen? Gott liebt dich trotzdem. Oh, das ist das, was uns wieder rausholt. Aber es ändert nicht, dass er Gott ist. Und es ist eine Furcht, die uns hilft, bei Gott zu bleiben, in den Momenten, in denen es eng wird, in denen wir denken, dass wir es machen können, dass wir es einfach so tun können. Wie kommen Menschen auf den falschen Weg? Wie kommen sogar Christen auf den falschen Weg? Ich will dir etwas sagen aus meinem eigenen Leben. Es kommt irgendwann die Zeit. Und wenn du mit den falschen Leuten abhängst, weil du, was auch Gründe auch immer es gibt, die Gemeinschaft genießt, und das ist ein guter Grund, und irgendwann denkst du, ich probiere es mal aus, und wenn du es probiert hast und der Himmel ist dir nicht auf den Kopf gefallen und das Feuer ist nicht ausgebrochen und der Blitz ist nicht vom Himmel gekommen und hat dich nicht erschlagen, dann denkst du, du bist durchgekommen und dann kannst du es nochmal machen, es wird schon, es passt schon und du fängst an und eine Spirale beginnt in deinem Leben und du beginnst zu glauben, dass es funktioniert, dass es geht, dass du Gott nicht fürchten musst. Verwechsel doch nicht die Gnade und den Langmut Gottes. Verwechsel nicht, dass er dich liebt, auch deine Dummheit für eine ganze Weile aushält, damit du zurückkommst und ihn kennst. Und wisst ihr, meine Furcht vor Gott, wenn ich Gott fürchte, dann muss ich keine Menschen mehr fürchten. Wenn ich eine Sache immer wieder sehe bei Menschen, die Gott nicht fürchten, dass sie Menschen fürchten. Sie sagen zwar, dass sie keine Menschen fürchten, aber die Wahrheit ist ihr Image und was sie tun und was andere Menschen über sie sagen, über sie schreiben. Und sonst ist es wichtiger als alles andere. Kannst du ja selber mal ausprobieren und kannst ja mal was bei Instagram posten, etwas Problematisches. Und wenn die Leute dich haten, dann sagst du, ist mir egal. Ohne zu lachen und zu weinen. Und du spürst, es ist dir nicht egal. Aber wenn du vor Gott stehst und sagst, ich stehe vor Gott mit meinem Leben und fürchte ihn, ich zittere vor ihm, ich weiß, er ist mächtig, dann wirst du nicht klein beigeben, egal was Menschen dir sagen. Weil du sagst, er ist größer. Ich habe keine Angst vor Menschen, weil ich Gott fürchte. Ist das gut? Das ist auch erstmal alles, was ich zu sagen habe. Der zweite Punkt ist auch wichtig.
predige ich aber heute Abend. Ich will dir etwas sagen. Kommt ruhig nach vorne. Liebe Lobpreisband. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich bittet. Ich glaube, dass Gott dich bittet, werde normal. Die ganze Predigtserie heißt ja, extrem, muss Nachfolge extrem sein, muss Nachfolge so extrem sein, heißt heute meine Predigt, ihr seht das so, um es noch ein bisschen zu steigern, ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Und es liegt nicht daran, dass Gott so extrem ist, es liegt daran, dass die Welt so extrem ist. Es liegt daran, dass wir uns so weit von Gott entfernt haben und dass wir in dieser Welt leben, in dem System leben, was sich Welt nennt und Teil davon sind. Und dass Gott uns in diese Welt sogar hineinsendet, wie er Jesus gesandt hat in diese Welt, bittet er dich, in dieser Welt zu sein. Und gleichzeitig bittet er dich, dass dein ganzes Herz ihm gehört. Dass es dein Herz so nah ist, dem König des Universums, wie es nur sein kann. Dass du sagst, was auch immer er sagt, ich werde es tun. Und eine Sache, die ich dir heute gegeben habe, etwas sehr, sehr Konkretes, und ich weiß, in dieser Zeit, und wenn du reinhörst in die Stimmen, die sich momentan erheben, Angst dürfen wir nicht zulassen, da will ich dir sagen, habe Angst vor Gott. Fürchte ihn mehr als alles andere. Und dann brauchst du keine Angst mehr zu haben, vor was auch immer passiert. Für crazy Dinge in dieser Welt. Mit unseren Nachbarn, in unserer Schule, mit unserem Business, mit unserer Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, weil wir wissen, Gott sitzt auf dem Thron. Er ist immer noch in Kontrolle. Er hat sich nicht verändert. Seine Versprechen sind ein Amen. Es wird geschehen. Ich möchte dich heute bitten, nur um eine einzige Sache. Sei normal für Gott. Das ist alles. Ich weiß nicht, was die Nebenwirkungen sein werden. Keine Ahnung. Aber wenn du sagst, ich will normal sein, ich will bei Gott sein, ich will das tun, was Gott für mich hat, dann kann es sein, dass der ein oder andere um dich herum auf die Idee kommt, dass du anders bist. Aber das ist gut. Das ist nicht verkehrt. Weil damit weißt du, wie ein Wegzeiger, wie ein Schild weist du auf Gott hin und sagst, schau mal, ich zeige mit meinem ganzen Extremen aus deiner Sicht, aus Gottes Sicht bin ich vollkommen normal. Weise ich auf den hin, der dich liebt und der dich kennt und der möchte, dass du ihn kennenlernst. Ist das gut? Das ist meine Bitte. Sei normal für Gott und glaube nicht, dass das nicht wehtut. Glaube nicht, dass das nicht schmerzhaft ist. Oh ja, das wird schmerzhaft sein, ganz bestimmt. Normal zu sein für Gott. Und das liegt nicht daran, dass das bei Gott sein so schmerzhaft ist, sondern es liegt daran, dass es so crazy ist, anders zu sein für Gott. Amen. Wollen wir kurz aufstehen und beten? Halleluja, Jesus. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du möchtest, dass wir bei dir sind, dass dein Volk, deine Kirche, deine Gemeinde, dass sie bei dir ist, dass sie dir nachfolgt. Jesus, du nennst uns Freunde. Du willst, dass wir dir vertrauen. Du willst, dass wir dein Herz kennen. Du willst, dass wir wissen, was du tust und wer du bist. Herr, wir haben gesungen, dass du so wunderschön bist. Und das ist, was wir bekennen. Du bist wunderschön. Herr, du siehst, wo unser Leben gerade schmerzt, wo wir es kaum aushalten. Und Herr, vielleicht liegt es daran, dass wir wahrhaftig bei dir sein wollen. Und dass das System, das wo wir gerade drinstehen, so weit weg ist von dir. Und Heiliger Geist, wir beten jetzt, gib uns Kraft. Heiliger Geist, wir beten jetzt, gib uns Mut. Wir bitten dich, gib uns jetzt eine Stärke, Jesus, eine Liebe, eine Entschlossenheit, Jesus, dir nachzufolgen. Wie es diese drei Helden getan haben für David. Herr, wir wollen an deinem Herzen sein. Wir wollen hören, was du sagst. Und wir wollen tun, was dein Herz begehrt, von ganzem Herzen, Jesus. Ich spreche das aus jetzt gerade über alle, die hier sind. Es ist ein neuer Hunger. Die Herzen kommt nach Gehorsam. Ein neuer Hunger nach deinem Wort. Ein neuer Hunger nach deiner Gegenwart, Jesus.
Halleluja, Jesus. Ich danke dir. Danke, Jesus. Wisst ihr, eine Sache will, macht die Furcht Gottes. Und ich glaube, das haben wir auch vorhin gehört bei den Gebetsanliegen. Und ich hatte schon vorher so diesen starken Eindruck gehabt, dass Menschen hier sind, die mit Gleichgültigkeit kämpfen. Und ich will dir etwas sagen, wenn du weißt, dass du mit Gleichgültigkeit kämpfst, hat Gott schon einen Schritt getan. Er hat dir gezeigt, dass du gleichgültig bist. Ich möchte dir gratulieren, denn der Heilige Geist hat schon angefangen, in deinem Herzen zu wirken. Er hat angefangen, gesagt, ist nicht normal. Ich möchte, dass du für mich brennst. Ich möchte, dass du Leidenschaft für mich hast. Ich möchte, dass das in deinem Leben eine große Rolle spielt. Nicht, weil du musst, nicht, weil irgendjemand dich zwingt, sondern weil du es mehr willst als alles andere. Ich glaube, dass die Furcht Gottes kann die Gleichgültigkeit in deinem Herzen herausnehmen, herausbrennen. Ich glaube, dass Gott das heute Morgen für einige tun will. Ich will kurz beten, Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du in unseren Herzen wirkst. Ich bete, dass Feuer Gottes kommt. Dein Feuer komme, Herr. Dein Feuer komme, Jesus. Brenne in den Herzen deiner Kinder. Brenne, Herr. Zerstöre nicht, sondern brenne in deiner heiligen Flamme, in deinem heiligen Wort. Danke, Jesus. Jetzt spricht wieder der, sei vernünftig. Ein bisschen crazy waren wir schon, deswegen gehe ich mal eher dahin. Und meine Frau guckt mich so an, auch der Heilige Geist und meine Frau. Wenn Sie übereinstimmen, let's go there. Eine Frage habe ich.